Ich begrüße Sie sehr herzlich zu Unter den Linden. In was für einer Zeit leben wir hier in Europa eigentlich? Die Flüchtlingskrise hat uns zwar aufgeschreckt, aber im Grunde wähnen wir uns doch in einer Stabilität und einer Sicherheit, an die wir uns über Jahrzehnte gewöhnt haben, die selbstverständlich geworden ist. Garantiert zuerst durch den Kalten Krieg und später durch heißen Frieden. Nach dem Zerfall des Sowjetimperiums galt vielen das Ende der Geschichte erreicht. Kein Systemkonflikt mehr, der Westen hatte gesiegt, der Kontinent vereinigt. Das neue Altrussland sollte Partner für das neue Haus Europa werden. Nun aber müssen wir feststellen, es ist alles anders. Russland steht wieder außen vor und der alte Ost-West-Konflikt ist wieder da. Wie konnte es so weit kommen? Warum verstehen sich der Westen und der Osten nicht mehr? Und wie gefährlich ist das? Auch wenn das Konfliktfeld sich vor allem in Syrien befindet. Diese Fragen möchte ich heute diskutieren. Zum einen mit Silke Tempel, der Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und zum anderen mit Wolfgang Gerke, dem außenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Danke. Frau Tempel, man hat fast so den Eindruck, es gibt jede Menge Syrien-Gespräche. Man trifft sich hier, man trifft sich da, aber irgendwie kommt nichts bei raus. Versagt die Diplomatie an der Stelle? Die Diplomatie bemüht sich wenigstens unglaublich. Also man hat in Genf Friedensgespräche geführt, man hat in Lausanne jetzt wieder Friedensgespräche geführt. Das liegt nicht daran, dass man es nicht diplomatisch versucht. Aber es ist eben unglaublich viel schwieriger geworden. Und Syrien ist eben kein Ost-West-Konflikt. Es geht nicht nur um Osten und Westen. In Syrien sind so viel mehr Gruppierungen, Länder beteiligt, von der Türkei über Iran im Übrigen ganz groß auf der Seite von Assad und von Russland. Verschiedene Milizen, die Hisbollah wiederum auf der Seite des Iran, dass es einfach unglaublich viel schwieriger ist, das auszusortieren. Also wir haben uns ja nach Ende des Kalten Krieges, haben sich ja manche geradezu gewünscht, dass es jetzt endlich eine multipolare Welt gibt, in der es nicht nur eine Macht gibt, die dann den Weltpolizisten spielt. Ja, die haben wir jetzt, aber Syrien ist das Problem aus der multipolaren Hölle, in der es eben unglaublich schwierig ist, das auseinanderzusortieren. Das können zwei Seiten alleine gar nicht mehr leisten. Herr Gerke, wenn man sich Syrien anschaut, hat man den Eindruck, dass Russland mit aller Macht Bashar al-Assad an der Macht halten möchte, oder täuscht es? Ich habe diese Frage häufiger in Moskau gestellt. Es ist ja auch vernünftig, mal in Russland anzufragen, was bewegt euch denn? Was ist eure Motivation? In Moskau war immer die Antwort, wir sind mit Assad nicht verheiratet. Das heißt, dass am Ende eines Prozesses, eines Verhandlungsprozesses, der ist ja skizziert in den Wiener Dokumenten, die ausgehandelt worden sind, Wahlen stehen wird in Syrien. Und dann wird man sehen, wer in Syrien gewählt wird. Und wenn Assad nicht gewählt wird und andere gewählt werden, dann muss man durchsetzen, dass er dann auch geht. Das muss man vorher klären, solche Fragen. Und ich finde, da kann man mit Moskau drüber reden. Ohne Russland kriegen sie kein Friedensschloss in Syrien und ohne die USA glaube ich übrigens auch nicht. Deswegen bin ich dafür, dass die beiden Großmächte handeln und eine Waffenruhe, einen Anlauf zu einer Waffenruhe machen, auch wenn sie schon zigmal gescheitert ist. Es gibt kein besseres Konzept wie eine Waffenruhe. Frau Tempel, wie glaubhaft ist das, wenn Russland sagt, es muss gar nicht Bashar al-Assad sein, der da an der Macht ist? Und welche Ziele verfolgen Russland? Es kann schon sein, dass sie an Assad jetzt nicht so unglaublich festhalten. Der ist unter Umständen dann im Zweifelsfall schon mal Verhandlungsmasse für sie. Aber dafür, dass sie an Assad nicht festhalten wollen, tun sie ganz schön viel für ihn. Ja. Seit mehreren Monaten greifen sie heftig ein. Russische Flugzeuge haben die Flughoheit dort, zusammen mit syrischen Kampfhelikoptern bombardiert. Sie Aleppo. Kein anderer ist in Aleppo unterwegs. Noch während gesprochen worden ist ein humanitärer Konvoi mit Hilfsmitteln, dringend benötigten Hilfsmitteln bombardiert worden. Die einzigen, die in Frage kommen, eben wegen der Lufthoheit, sind Russland, also russische Kampfjets und syrische Kampfhubschrauber. Das zeugt nicht davon, dass man tatsächlich erstmal schon mal einlenken will und die dringend benötigte Waffenruhe herstellen will, ohne dass man gesichert hat, dass dieses Regime erhalten bleibt und ohne dass man gesichert hat, dass dieses Regime auch tatsächlich wieder Gebiete zurückgewinnt, die Rebellen für sich in Anspruch genommen haben oder auch erobert haben. Und dazu gehört Aleppo. Aleppo wird gerade zusammengebombt wie Grozny 1999. Was sind denn die Ziele Russlands Ihrer Meinung nach?
Also erstmal geht es darum, dass man grundsätzlich gegen Regimewechsel ist. Das hat man nach der Libyen-Intervention gesehen, als sich Russland noch zurückgehalten hat und dann gedacht hat, naja, was dann passiert ist, war dann eben doch ein Machtwechsel mit Gaddafi. Das werden wir nicht nochmal akzeptieren. Selbstverständlich spielt auch eine Rolle, dass man eine Militärbasis dort hat im Mittelmeer. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal der ausschlaggebende Punkt. Ganz wichtig ist, dass sie ein Vakuum gefüllt haben, das die USA hinterlassen haben. Sie wollen ein Spieler auf der Weltbühne sein und ernst genommen werden. Und das haben sie mit der Intervention in Syrien geschafft. Um was geht es Putin da in Syrien, Herr Gerke? Ich glaube, dass es schon einen Kampf um eine gewisse Stabilität gibt. Sie haben ja gerade dankenswerterweise das Beispiel Libyen angesprochen. Ich habe ja nicht bei Gaddafi im Zelt gesessen. Das waren ja Gerhard Schröder und andere, die dicke Geschäfte gemacht haben. Aus der Libyen-Erfahrung hat Russland eine Erfahrung gemacht. Sie sind betrogen worden. Es hat einen Beschluss des Weltsicherheitsrates gegeben. Es hat Bombenangriffe gegeben. Das rechtfertigt ja noch nicht die Bombenangriffe in der Nein, 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 nein. Aber wer die Erfahrung gemacht hat, lässt sich auf das Ticket Regimewechsel erstmal nicht ein. Und die hauptkonträre Position, es wird immer so leicht gesprochen von den Rebellen. Was für Rebellen sind das? Das sind mehrheitlich blutige islamistische Truppen, auch in Aleppo. In Ost-Aleppo sind 9000 Kämpfer der Al-Nusra-Front, die sie jetzt umbenannt hat. Die sind schwer bewaffnet. Das Beste wäre doch zu sagen, wir schaffen einen humanitären Korridor und die Menschen, die raus wollen, werden unter dem Schutz der Vereinten Nationen und Betreuung, können hier rauskommen. Das wird aber verhindert im Moment. Nochmal die Frage, worum es Putin geht in Syrien. Ich glaube, Stabilität. Das ist aber eine ulkige Stabilität, kann ich nur sagen, wenn man nur wie die Stabilität mit Kampfjets und Fassbomben herstellen will. Und wenn man im Grunde genommen eine Stabilität in einer Stadt herstellt, von der am Ende nichts zurückbleibt. Und wenn man sich nochmal anguckt, die Entwicklung dieses Konflikts in Syrien, das begann ja nun wirklich mit Demonstrationen gegen ein Regime, die durchaus auch inspiriert waren von den Aufständen in Ägypten und in Tunesien. Und die sind niedergeschlagen worden mit einer Gewalt, die ihresgleichen sucht. Und das waren am Anfang friedliche Demonstrationen. Das waren Leute, die im Grunde genommen aus der Zivilgesellschaft kamen, größtenteils. Da mögen am Rand auch Islamisten dabei gewesen sein, aber das waren sie noch nicht in der Mehrzahl. In den 4 Jahren, die wir seither sehen, die inzwischen 400.000 Menschen das Leben gekostet haben, hat sich das natürlich radikalisiert. Aber es ist auch deshalb radikalisiert worden, weil Assad versucht hat, diesen Krieg bzw. diese Konflikte militärisch zu lösen. Und zwar mit Fassbomben gegen Zivilisten. Der größte Teil der Opfer unter den Zivilisten geht auf das Konto des Assad-Regimes. Damit muss man überhaupt nicht die Rebellengruppen, die Al-Nusra rechtfertigen, die nun wirklich auch nicht eine Gruppe sind, auf die ich den Wiederaufbau gerne legen würde. Aber die sind auch aufgerieben worden, diese moderaten Rebellen, von diesen islamistischen Kräften, weil Assad zu keinem Zeitpunkt auch nur ein Jota gewichen ist und Zugeständnisse gemacht hat, sondern eben eine anfängliche Demonstration mit Gewalt versucht hat, zu unterdrücken. Das ist ihm bislang nicht gelungen. Und dass es ihm aber nicht ganz gelungen ist, dass er auch nicht gescheitert ist, das ist im Grunde genommen der Schützenhilfe aus dem Iran und aus Russland zu verdanken. Sie haben ja eben schon gesagt, Putins Stärke dort in Syrien ist nicht zuletzt auch die Schwäche des Westens. Wie würden Sie diese Schwäche des Westens charakterisieren? Woran liegt die genau? Naja, zum Anfang hat der Westen schon den Mund sehr voll genommen, als formuliert worden ist, Assad muss weg. Wenn man das formuliert, dann hat man zwei Möglichkeiten. Dann hat man eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Das haben durch die Bank ja alle gesagt. Das haben durch die Bank alle gesagt. Ich meine, im Zweifelsfall. Da lege ich aber großen Wert drauf. Ja, gut, ich meine, es gab in jeder offenen Gesellschaft natürlich auch Leute, die dagegen waren. Es gab auch Leute, aber die Regierungen fanden erstmal, Assad muss weg. Das mag teilweise vom Schwung des arabischen Frühlings, den man damals noch als Frühling gesehen haben, getragen sein. Aber zumindest war klar, dass man das zwar fordert, aber nichts dazu tut, um die wirklich noch moderaten Rebellen auch mit zu unterstützen. Die USA hatten sich weitgehend auch aus dem Nahen Osten zurückgezogen. Das war etwas, was wir eigentlich hier auch erstmal begrüßt haben. Obama wollte eben kein weiteres Engagement mehr im Nahen und Mittleren Osten nach Irak. Er wollte die Jungs nach Hause holen. Das hat er auch getan, aus Afghanistan, aus Irak. Und das zeigt auch, dass das erklärt bis zum gewissen Grad auch das Zögern, was Syrien betrifft, und dass man sich dort nicht noch eine Intervention schon gar nicht mit Bodentruppen leisten will. Das erklärt auch das Zögern in der Unterstützung von Rebellengruppen, bis man sich in die Situation gebracht hat, dass man eigentlich kaum mehr Rebellengruppen hat, die man unterstützen kann, weil Al-Nusra ist kein Freund der USA, das ist ein Ableger von Al-Qaida. Und es gibt natürlich noch ein zweites Beispiel, als ganz klar Chemiewaffen eingesetzt worden sind vom Assad-Regime, bewiesen, nachgewiesen, hat Obama rote Linien ausbuchstabiert und hat sie dann einfach übertreten und gesagt,
gut, dann einigen wir uns jetzt auf die Diplomatie. Wir einigen uns darauf, dass die Chemiewaffen jetzt abgeliefert werden. Das war zunächst mal ein Erfolg der Diplomatie, über den man hätte sich freuen können. Aber die Chemiewaffen sind nicht gänzlich abgegeben worden. Sie werden immer noch eingesetzt. Und das hat natürlich ein Vakuum geschaffen, das Russland in den letzten Monaten ausgefüllt hat. Und die roten Linien gehen weiter oder würden Sie sagen, die sind nicht noch weiter überschritten worden? Na, man muss erst mal dazu sagen, dass das ganze Chaos erst mal von den USA mit ihrem verfluchten Krieg im Irak angerichtet worden ist. Ich höre noch Condoleezza Rice, sie sieht einen neuen Nahen Osten im Irak heranreift. Was ist passiert im Irak? Die ganzen islamistischen Terrortruppen konnten dort ihre Stationen aufbauen, haben Macht erobert. Das Beispiel, wenn ihr nicht gefügig seid, bomben wir so ein Land mal in die Steinzeit, ist vielen in den Köpfen gewesen. Es hat immer diplomatische Möglichkeiten gegeben. Der UNO-Vermittler, finnische Staatspräsident Ahtisaari, hat gesagt, 2005 bei einem insgesamt, was schon schlimm genug ist, 5000 Toten in Syrien, hätte es die Möglichkeit seiner... Nein, in Syrien selber. 2005? Durch die Terroranschläge etc. hätte es die Chance zu einer Vereinbarung gegeben. Dazu war keiner bereit, die UNO nicht stark genug. Aber mit solchen Leuten wie Ahtisaari und de Mistura kriegt man zumindest ein bisschen Bewegung hin. Was will man denn in Syrien? Also ich möchte, dass in Syrien das ausrichten, wenn auf der einen Seite die militärische Kraft ist und auf der anderen Seite eigentlich kaum Mittel. Und ich meine, letztendlich haben Sie vollkommen recht mit der Irak-Intervention. Aber was Syrien betrifft, in den ersten beiden Jahren hatten Sie dort kein IS, der aus Irak entstanden ist. Ich glaube, es nimmt wirklich etwas von der Verantwortung eines Staatschefs wie Bashar al-Assad, dessen Vater im Übrigen auch schon hammerklein gekloppt hat mit 20.000 Toten in den 80er Jahren, also dort gegen islamistische Gruppierungen vorgegangen ist. Und der das gleiche Mittel in noch sehr viel verschärfterer Form gegen seine eigene Bevölkerung anwendet. Und ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise zu einem Ende kommen können, wenn wir diese Rolle nicht wirklich auch klar benennen. Es wird für viele Syrer auch am Ende unglaublich schwierig sein, in ein Syrien zurückzukehren, in dem ein Bashar al-Assad womöglich noch an der Spitze steht. Oder die großen, wie man das immer so nennt, die Big Shots, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass es in Syrien Folterkeller gibt, seit dem Beginn des Krieges. Nachgewiesen, Kriegsverbrechen, die im Grunde genommen von ganz oben angeordnet wird. Das werden viele Syrer, die hierher geflüchtet sind, die in den Flüchtlingslagern in der Türkei, im Libanon, in Jordanien sitzen, sie werden das nicht akzeptieren. Und da brauchen wir auch nicht mit Wahlen anzukommen. Wahlen unter einem noch Regime Bashar al-Assad werden keine freien Wahlen sein. Da brauchen wir uns noch nichts vorzumachen. Ja gut, wenn Wahlen keine Möglichkeiten sind, für die Syrerinnen und Syrer selbst zu entscheiden, was sie wollen. Und solche Wahlen müssen natürlich kontrolliert werden durch die Vereinten Nationen und durch internationale Vereinbarungen. Wenn ansonsten entscheidet die Macht der Gewehre. Das will ich eben. Ja, jetzt schon. Herr Gerke, die entscheidet das durch Russland und durch Assad. Das will ich eben nicht. Und deswegen ist es doch recht vernünftig. Es gibt ja das Wiener Dokument zu einer Ruhe in Syrien. Das erste Punkt, wir wollen die Einheit Syriens erhalten, finde ich sehr sinnvoll. Es soll ein säkularer Staat bleiben und kein religiös vorbestimmter Staat, finde ich ausgesprochen anstrebenswert. Es sind klare Vorschläge gemacht, was humanitäre Hilfe angeht. Warum sagt man nicht, dieses Dokument von Wien, was ja auch Grundlage der Genfer Verhandlungen war, wird von allen getragen und man versucht, Stück für Stück durchzusetzen. Und da ist das letzte Punkt, ich glaube Punkt 9 der Vereinbarung ist, Wahlen in Syrien. Und die Wahlen sollen entscheiden, wer ihr Präsident wird oder wer es nicht wird. Herr Gerke, wir können doch nicht für die entscheiden. Da sind wir schon sehr weit, weil so weit sind wir noch lange nicht. Im Moment sind wir nämlich an einem Punkt, wo unter anderem auch die Bundesregierung und viele anderen, auch die russische Regierung, ziemlich scharf verurteilt für ihr Vorgehen in Syrien, auch gegenüber gegenüber der Zivilbevölkerung mit ihren Bombardierungen und alles. Sind denn diese Bombardierungen und diese Dinge zu tolerieren? Nein, ich bin ein Gegner von überhaupt von Bomben auch abwerfen, auch wenn sie von russischen Maschinen abgeworfen wird. Ich habe das in Russland auch immer diskutiert. Es ist ja so, dass die deutsche Politik die Beziehung zu Russland so kaputt gemacht haben, dass es ja nur wenige noch sind, die überhaupt in der Lage sind, dort zu agieren. Ich habe den russischen Kollegen immer gesagt, es erinnert mich vieles an Afghanistan.
Bomben lösen solche Konflikte nicht. Und ich hoffe, dass mindestens ebenso stark jetzt endlich humanitäre Schritte gegangen werden. Das heißt, man muss Menschen versorgen können. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Wer gerade die Macht hat, lässt das nicht zu. Und ohne Russland kriegen sie überhaupt keine Verhandlungslösung. Ich fürchte, wir kriegen es auch gerade mit Russland nicht. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, es ist immer gesagt worden. Nein, es geht darum, glaube ich, dass man schon mal hergeht und sich realistisch darüber Gedanken gemacht, welche Mittel kann Diplomatie eigentlich in der Hand haben? Welche Mittel kann sie in der Hand haben? Und das große Problem ist, ich würde mir ja ein anderes Russland wünschen. Ich würde mir ein Russland wünschen, das ökonomisch wettbewerbsfähig ist, sich nicht nur auf Erdgas- und Erdölexporte versteift, das etwas demokratischer regiert wird, als es das jetzt ist, haben wir aber nicht. Wir haben ein Russland, das es sich ausgesucht hat oder das sich entschieden dazu hat, der Donald Trump unter den Nationen zu sein. Und das ist das Problem, das wir gerade in Syrien haben. Es benimmt sich wie ein Bulli. Und wenn Sie sagen, humanitäre Hilfe, um Gottes Willen, natürlich, das wäre das Erste, was notwendig wäre. Aber wenn ein Hilfskonvoi mit 36 Lastwagen in einem dreistündigen Bombardement von russischen und von syrischen Kampfjets und Helikoptern zusammengebombt... Das ist frei erfunden, nein, das weil ist es nicht, gibt noch keinen nein, das Bericht ist nicht, der Vereinten Nationen, das, die das es müssen untersucht wir doch, das müssen, doch, selbstverständlich gibt es das. Es gibt Zeugenaussagen, es gibt Untersuchungen der UN, es gibt eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich keine andere Macht gewesen sein kann als Russland, die die Luftoberhoheit hat? Ja, natürlich. Ich erwarte, die Vereinten Nationen, der Weltsicherheitsrat, hat beschlossen, es wird eine offizielle Untersuchung geben. In dem Russland natürlich sitzt und eine Vetomacht hat. Ja, und die USA auch sitzt und eine Vetomacht ist, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Die haben beschlossen, sie werden einen Bericht vorlegen. Wenn der Bericht vorliegt, kann man sagen, glaubwürdig oder nicht glaubwürdig, das ist nicht mein Problem. Im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Ja, und die das Wahrheit ist ein wird so, ja, die Wahrheit wird so kaputt gemacht, dass keiner keinen mehr traut. Herr Gerke, der Weltsicherheitsrat muss Vertrauen schaffen. Das Schöne oder auch Dramatische oder auch Tragische eigentlich an dieser Geschichte ist, dass es so ein bisschen funktioniert wie russische Medien. Denn der Vergleich wäre beim Abschuss der MH17, wo man sich von russischer Seite auch alle möglichen Dinge ausgedacht hat, dass es eigentlich die andere verschwundene malaysische Passagiermaschine war, dass eigentlich Putin gemeint war, dass es ukrainisch war. Wir haben jetzt einen Untersuchungsbericht von der niederländischen Regierung, der wirklich sehr genau ist und der uns das sagt, was wir im Grunde genommen seit einem Jahr schon aufgrund von journalistischen Recherchen wissen, dass es eine russische Bug war, die dafür verantwortlich ist, dass diese Maschine vom Himmel geholt worden ist, fast 300 Passagiere tot und dass diese Bug dann wieder nach Russland gebracht wird. Bei dem Angriff auf den Hilfskonvoi haben wir inzwischen ganz klare Evidenzen. Es kann keine Drohne gewesen sein. Eine Drohne kann so viel Feuerkraft gar nicht tragen. Es kann auch nicht, was uns auch verkauft werden sollte, eine spontane Explosion von Mehl gewesen sein, die nicht gleichzeitig, Entschuldigung, ich meine, das sind alles Variationen, die wir aus dem russischen Fernsehen gehört haben, die spontan natürlich gleich 36 verschiedene Lastwagen in die Luft gejagt haben. Es kann auch nicht gewesen sein, dass es in irgendeiner Weise Raketen sind, denn erstens ist vollkommen klar, auch anhand von Schrapnellen und Überbleibseln, die vor Ort gefunden sind, dass es Luftraketen gewesen sind, die tatsächlich von Kampfjets und von Hubschraubern stammen. Das heißt, es ist wirklich, ich halte es wirklich für kein seriöses Unterfangen, nicht festzustellen, was dort gewesen ist, weil es uns davon abhält, das Problem richtig zu benennen. Und das Problem ist, wir wissen, wir können es ohne Russland nicht lösen. Das Dilemma ist, wir können es aber auch mit Russland gerade nicht lösen. Und das ist das Problem, das wir in Syrien haben. Das macht es so schwierig. Und deswegen glaube ich, dass Diplomatie da wesentlich mehr Mittel haben muss, um dann auch Druck ausüben zu können. Was können das für Mittel sein? Militär. Nein, ich bin sehr vorsichtig, was militärische Unterstützung betrifft. Ich glaube, man muss sich das genau überlegen, weil wir in einer Situation sind, wo moderate Rebellengruppen ins Hintertreffen geraten sind, wo sie inzwischen Teams bilden mit islamistischen Gruppierungen, die wir nicht unterstützen wollen. Ich glaube, dass die Frage gezielter Sanktionen, nämlich gegen diejenigen, die persönlich mit für diese Entscheidungen verantwortlich sind, keine breit gestreuten, keine Sanktionen, die die russische Gesellschaft treffen, aber gegen die Leute, wie wir es im Grunde genommen auch im Zusammenhang mit der Ukraine schon gemacht haben, die gegen diejenigen gerichtet sind, die Vermögen im Ausland haben, die Vermögen, auch Volksvermögen richtig abgreifen, die der Korruption, das nochmal nebenher, auch schuldig sind, aber die direkt verantwortlich sind für die Entscheidungen, die zu Syrien getroffen sind, dass dort auch noch mal überlegt werden kann, dass man da sehr intelligente Sanktionen noch mal aufziehen kann. Wäre das ein Weg, Herr Gerke? Nein, überhaupt nicht. Diese ganze Sanktionspolitik ist von Anfang an gescheitert.
krachend gescheitert, weil sie keine Veränderung der russischen Politik, was man vorgegeben hat. Wir wollen über einen Druck, den wir aufbauen, einen wirtschaftlichen Druck, die russische Politik verändern, so nicht eingetreten. Ich würde schon sagen, ja. Naja, ich sehe nichts, was dafür spricht. Ich bin an welcher Stelle? Die Sanktionen sind ja in Kraft getreten wegen der Ukraine. Und wenn Sie sich daran erinnern, dann gab es in der Ukraine eine ganze Zeit lang neben den Eroberungen, die man schon getätigt hat im Donbass und neben der Annexion der Krim, gab es schon das Gerede von Novorussia. Es gab die Furcht, dass es weitergehen würde bis Mariupol. Das ist nicht passiert. Der größte Schock für Moskau war, dass es sich sicher geglaubt hat, Deutschland in irgendeiner Weise auf seiner Seite zu haben. Aber es hat Deutschland als einen der wichtigeren Verbündeten in Europa verloren. Das war ein relativ großer Schock in Moskau. Und ich meine, ich glaube schon, dass man sagen kann, diese Sanktionen haben unter Umständen, mit Sicherheit wird man es nie sagen können, weil es immer eine What-If-Frage ist, dazu beigetragen, dass die Ausbreitung, die Interventionen, die da in Donbass durch die russische Seite für die Unterstützung der Separatisten geschehen ist, nicht noch weitergegangen ist. Das hatte dann auch mal an einer bestimmten Stelle ein Ende. Die Offensive ist nicht weitergetragen worden. Und das Zweite ist, es herrscht hier ein ganz klarer Bruch des Völkerrechts. A, bei der Annexion und B, was auch die Intervention in der Ukraine betrifft. Und ich finde schon, dass das geahndet werden muss. Sonst haben wir überhaupt gar keine diplomatischen Mittel mehr. Also wir sind die Erziehungsberechtigten von Russland, nicht? Nach Ihren Worten. Davon bin ich weit weg. Ich möchte faire, saubere Debatten mit der russischen Politik haben. Ich möchte die russischen Abgeordneten auch nach Berlin einladen können. Also wenn ich in Moskau bin, ist es immer so peinlich, zum Schluss muss man die Hände unter den Tisch nehmen und sagen, ich möchte Sie ja gerne einladen, aber wahrscheinlich sind Sie gelistet und Teil der Sanktion. Wir müssen wieder in einen Dialog kommen und die SPD... Wir sind die ganze Zeit. Also im Dialog sind wir insofern, weil ja am Wochenende hat es erst wieder Dialog gegeben, aber der Punkt ist ja, muss man das, was von Russland dort in Syrien auch gerade passiert, muss es geahndet werden oder nicht? Nein. Dass mit einer sogenannten Ahndung werden Sie keine Verhandlungsposition für Syrien aufbauen. Ich möchte Verhandlungspositionen aufbauen. Ich möchte die UNO de Mistura, der das gut macht, ausgesprochen gut macht, unterstützen. Ich möchte, dass klar gemacht wird, wir sind nicht diejenigen, die Russland mit Sanktionen sind ja Bestrafungsmaßnahmen versuchen, an den Verhandlungstisch zu bringen. Die sind schon längst an den Verhandlungstisch. Ich möchte, dass die deutsche Politik mal wieder sich erinnert an die Ostpolitik von Brandt und Bahr. Dass man, ja, natürlich. Ich find, das tut die, sie ja. Naja, aber verklemmt und nicht besonders offensiv. Russland ist unser Partner in Europa, ist auch unser Partner, wenn man Veränderungen in Syrien will. Und man will, dass diese Art der Kriegsführung aufhört. Und deswegen muss man die Türen aufmachen und nicht zumachen. Herr Gerke, ich glaube, es gibt keine Regierungschefin, die mehr mit Putin telefoniert, spricht, vierstündige nächtliche Gespräche hat, sei es beim G20-Gipfel oder wie auch immer, so als Angela Merkel. Natürlich ist es vernünftig. Es gibt keinen, der wirklich so oft unterwegs ist nach Moskau wie Frank-Walter Steinmeier. Wenn Sie mal mit den Diplomaten sprechen, wenn die zurückkommen, die sind alle frustriert, weil die erste halbe Stunde bis eine Stunde, wenn sie Glück haben, können sie sich erstmal eine ganze große Litanei der Fehler des Westens anhören. Der Fehler bei der Ostpolitik ist, dass sie den zweiten Teil der Ostpolitik gerne raus. Das eine ging um wirklich bessere Beziehungen, auch Wirtschaftsbeziehungen. Da ist ja jemand wie Gerd Schröder ganz doll mit dabei. Ich meine, immerhin ist er bei Gazprom. Aber es ging auch darum, tatsächlich Änderungen vor Ort. Ich meine, es ging um eine Helsinki-Akte. Es ging darum, Menschenrechte irgendwie zu schützen. Es ging darum, Kriegsverbrechen zu verhindern. In Syrien sind, während Verhandlungen gelaufen sind, diese Hilfskonvois bombardiert worden. Deutlicher kann die eine Seite nicht sagen, was sie von den Verhandlungen hält. Und das war in diesem Fall, Herr Gerke, und das ist ja das Problem. Ich wünschte ja, wir könnten das allein mit Diplomatie. Ich wünschte ja, die Macht des Gesprächs würde ausreichen. Ich fürchte nur, das hilft nicht. Ich fürchte nur, das ist nicht der Fall. Wenn eine Seite ganz klar signalisiert, wir haben nicht die geringste Lust, hier in diplomatische Prozesse einzutreten, bevor wir nicht militärisch Fakten am Boden geschaffen haben. Ihr Wunsch alleine wird es ja nicht in die Realität umsetzen. Ich will weg von einer Politik, die glaubt, dass die Macht aus den Gewehrläufen kommt, sondern ich möchte, dass die Macht aus dem Argument... Das müssen wir dann aber den russischen Freunden erzählen. Natürlich, das sage ich den russischen Freunden wie dieser Bundesregierung. Da würde ich ganz gerne, haben Sie aber bislang noch nicht, oder? Da würde ich aber ganz gerne ansetzen, wenn Sie sagen, keine Macht mehr aus den Gewehrläufen. Wenn man sich ansieht, was dort in Syrien passiert,
müsste man doch eigentlich davon ausgehen, dass in Deutschland durchaus auch mal ein ziviler Protest stattfindet, dass die Leute auf die Straße gehen. Was ist mit den Pazifisten los? Wo gibt es sie noch? Was ist mit der Friedensbewegung los? Gibt es sie nicht mehr? Die Friedensbewegung hat erst vor kurzem mit 8000 Leuten hier vor der Tür eine fantastische Demonstration gemacht, wo sie diese Themen debattiert hat. Ja, aber 8000 ist ja relativ klein. Ich glaube, es waren mehr auf der Straße für andere Themen. Das glaube ich Ihnen auch. Gegen CETA und TTIP sind mehr auf der Straße. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist doch nicht unerheblich, ob eine Friedensbewegung sagt, wir gucken uns die komplizierte Situation an. Wir lassen uns hier nicht einseitig vernehmen. Das war eine relativ einseitige Friedensbewegung, gesehen habe. Ja, bitte. Wir entwickeln eigene Positionen, ob das nun den Einzelnen gefällt oder nicht gefällt. Ich finde das ein Umgang, der korrekt ist. Ich würde mir natürlich lieber wünschen, wenn statt 8.000 80.000 hier gewesen wären. Herr Gerke, ich fand es schon bemerkenswert, dass wir die erste Friedensdemonstration, die wir nach 4 Jahren grausamsten Bürgerkriegs in Syrien sehen, die wir im Zusammenhang mit einer humanitären Katastrophe dieses Ausmaßes hier in Berlin sehen, eine war, die im Grunde genommen sich auf die Seite derer gestellt haben, die weitgehend für die zivilen Opfer in diesem Bürgerkrieg mitverantwortlich sind. Die NATO ist nicht engagiert in Syrien und ich sehe Anti-NATO-Schilder. Das habe ich schon mal nicht ganz verstanden. Das Zweite ist, es werden da Schilder durch die Gegend getragen, die im Grunde genommen ganz auf der Seite Russlands sind. Ich habe noch nie eine Friedensdemonstration gesehen, die sich so eindeutig auf die Seite eines der Verursacher dieser zivilen Opfer stellt. Das fand ich schon echt absurd. Ich hätte schon gerne Friedensbewegung gesehen. Ich hätte gerne auch mal wieder einen Ostermarsch gesehen. Ich habe mich noch nie dafür engagiert, Ostermärsche zu organisieren. Ich mache andere Sachen. Ja. Aber das ist bislang noch an keiner Stelle hier passiert. Ganz offensichtlich umtreiben uns nur Kriege, an denen die Amerikaner beteiligt sind. Kann man mal so feststellen. Hat auch seine Berechtigung in diesem Fall, aber die andere Seite fehlt dann irgendwie. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und das wäre doch eine Chance für die deutsche Politik, wenn sie ernsthaft betrieben wird, zu sagen, es gibt eine Vereinbarung von Genf. Wir wollten diese Vereinbarung. Wir wollten sie vielleicht nicht in allen Punkten so, wie sie sich durchgesetzt hat, mit allen Konfliktparteien. Und jetzt tun wir alles, was wir können, um diese Vereinbarung zur politischen Realität werden zu lassen. Und gerade wenn Sie argumentieren, es gibt eine Hauptverantwortung von Russland und es gibt eine Verantwortung von Assad, dann muss man mit Assad und Russland weiter reden. Es war doch ein Unsinn, die diplomatischen Beziehungen zu Syrien abzubrechen. Und es ist doch ein Unsinn, wenn auch gegen Syrien wirtschaftliche Sanktionen verhängt worden sind. Wenn man jetzt sagt, Russland, passt auf, macht eine andere Politik in Syrien, sonst kriegt er neue Sanktionen. Sie stellen nicht in Rechnung auch ein Stück weit russische Mentalität. Ich sage Ihnen, die essen lieber Trockenbrot, ehe sie vor Sanktionen des Westens in die Knie gehen. Und da haben wir eine eigene Geschichte, was Deutschland angeht. 27 Millionen ermordete Sowjetbürger. Davon zu denen im Übrigen die Ukraine einen weiten Teil gehören. Ich wollte sagen, große Teile Russland, aber Ukraine und andere Staaten. Das ist Teil unserer deutschen Geschichte. Wenn man hier zu Recht, wie ich finde, immer gesagt hat, wir brauchen ein besonderes Verhältnis zum Staat Israel, unabhängig was von der Regierung halten, das gilt doch auch für Russland. Die Art und Weise, wie wir mit Russland glauben, umspringen zu können, wird das Gegenteil produzieren, als das, was gewollt ist, wenn es gewollt ist. Ich finde es bemerkenswert, dass Sie gerade Israel jetzt in diesem Zusammenhang, ich meine, Sie sind ja Mitglieder Ihrer Partei, die eben nicht finden, dass man in irgendeiner Weise eine besondere Beziehung zu Israel haben müsse, sondern sich darin engagieren, auf der Mavi Mavara Unterstützungsaktionen für Gaza zu machen. Ich finde, Gaza braucht wirklich humanitäre Hilfe. Aber das, was man da an humanitärer Hilfe mitgebracht hat, war ja eher kläglich. Also da scheint mir auch schon ein kleiner doppelter Standard in der Linken unterwegs zu sein. Da sehen Sie mal, ich bin eben für besondere Beziehungen, wo sie angebracht sind. Gerke, und davon darf man nichts abstreichen. Das führt uns ein bisschen weg, Frau Tempel. Ich würde gerne fragen, wenn man sich den Konflikt in Syrien anschaut und sich anschaut, wie Russland und USA dort sind, führt uns das von Syrien in einen generellen Konflikt zwischen den USA und Russland? Ich hoffe nicht, weil da haben wir ein großes Interesse daran, das weitgehend zu vermeiden. Und wir haben eigentlich immer in anderen Situationen hat das besser geklappt. Wir hatten es mit einem sehr konstruktiven Russland zu tun im Zusammenhang mit den Atomverhandlungen.
Da ging was, was an anderer Stelle nicht geht. Da war Russland enorm konstruktiv. Da hat es im Zusammenhang mit den E3+3, also den drei europäischen Mächten und drei Mächten des Sicherheitsrats, den drei anderen Sicherheitsratmächten, schon sehr konstruktiv mitgewirkt. Also an manchen Stellen geht was, aber was ich eben auch, man kann gar nicht müde werden, das zu betonen, dass man das Problem Syrien eben offen benennen muss. Für Russland ist es vollkommen klar, dass es dort Fakten schaffen will. Und ich glaube wirklich, dass die Blaupause dafür Tschetschenien ist. Das hat Russland 1999 mit Tschetschenien bewiesen. Da ist im Grunde genommen eine Unabhängigkeitsbewegung in Tschetschenien, die sicher auch islamistisch gefärbt und problematisch war. Das wollen wir gar nicht absprechen. Aber wirklich zu Klump gebombt worden. Wenn Sie mal in Grozny waren, dann sehen Sie, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und dort hat man im Grunde genommen ein Marionettenregime mit Kadyrov eingesetzt. Ähnliches könnte ich mir vorstellen, stellt sich Russland auch für Syrien vor, dort Fakten zu schaffen. Und die Frage für uns ist, wie kriegen wir es hin? Und deswegen glaube ich eben, dass gezielte Sanktionen doch ein gutes Mittel ist, um die eigene Diplomatie auch zu stärken. Man erreicht mit Diplomatie nichts, wenn man nicht auch was in der Hand hat, was man der anderen Seite im Zweifelsfall wenigstens nur androhen kann. Aber so. Sie würden nicht sagen, dass dieses Dilemma in Syrien tatsächlich auf das russisch-amerikanische Verhältnis so abfärbt, dass man von einem neuen Kalten Krieg sprechen kann? Ich möchte gerne das vermeiden, immer wieder vom neuen Kalten Krieg zu sprechen. Der Kalte Krieg war eine ganz andere Situation. Wir hatten es mit zwei Supermächten zu tun, die, zumindest gilt das für den Kommunismus am Anfang, zumindest so etwas Ähnliches wie eine Zukunftsideologie angeboten hat. Das, was Putin in Russland anbietet, ist keine Zukunftsideologie. Das ist auf Russland zugeschneidert. Das ähnelt vielmehr der konservativen Revolution, die wir hier in den 20er Jahren hatten, die dann auf der ganz Rechten gelandet sind, als dem, was irgendwie Kommunismus am Anfang mal wollte, nämlich tatsächlich eine gerechte Gesellschaft zu erreichen. Das ist ja keine gerechte Gesellschaft, die russische. Das ist eine Feudalgesellschaft im Augenblick, in dem die Putin-Buddies eigentlich groß gewinnen. Und das, was das amerikanisch-russische Verhältnis belastet, ist ja nicht nur Syrien. Wenn klar ist, und das ist jetzt mehrfach angesprochen worden, dass tatsächlich russische Hacker sich in den Democratic National Congress hineinhacken und dann E-Mails veröffentlichen, wenn klar ist, dass sie eigentlich einem der beiden Kandidaten den Vorzug geben, aus ganz offensichtlichen Gründen, weil ein Donald Trump sehr viel anders mit Herrn Putin umgehen würde. Da treffen sich zwei Machos untereinander, die verstehen sich dann schon auch prima. Wenn sich eine Macht in dieser Weise so einmischt, dann sind das ganz andere Verwerfungen, die da noch mit dazukommen. Das ist schwierig und das muss man aussortieren. Russland ist momentan wirklich kein einfacher Partner und das stimmt eben einfach auch nicht, dass man alle Zugänge zu Russland so abgeschnitten hat. Man hat sich wirklich Jahre und Jahre bemüht, mit Russland ins Einvernehmen zu kommen. Man hat den NATO-Russland-Rat aufgebaut, sie sind im Europäischen Rat. Das sind alles Dinge, bei denen man schon versucht hat, Russland einzubinden. Das ist von Putin abgeschnitten worden. Würden Sie sagen, Herr Gerke, das läuft auf eine direkte Konfrontation hinaus? Also ich hoffe nicht. Also jeder, der heute eine Flugverbotszone fordert, wie zum Beispiel der Vorsitzende meines Ausschusses im Bundestag, Herr Röttgen, der muss sagen, wenn eine Flugverbotszone verhängt wird, von wem auch immer, muss man sie durchsetzen, dann muss man die Flugzeuge abschießen, sich nicht dran halten. Das könnten russische Flugzeuge sein. Das wäre dann der ganz große weltweite Kladderadatsch. Also Finger weg von diesen ganzen Drohungen, von Dingen, wo man am Ende weiß, wenn man sie zweimal durchdenkt, dass das keine Lösung ist. Und wenn das so ist, dass Frau Merkel und Herr Steinmeier so häufig in Moskau sind, nachzudenken über Vermittler, macht in einer solchen Situation Sinn? Also ich habe nicht vor, Gerhard Schröder besonders zu fördern, aber sein Zugang ist ein besserer. Über Gazprom. Ja, sein Zugang ist ein besserer. Man braucht in Moskau auch wieder Personen in Deutschland, denen man vertraut. Und Vertrauen kann nicht auf Sanktionen aufgebaut werden. Ich bin mir sicher, dass man Herrn Schröder in Moskau vertraut, ob man ihm hierzulande so doll vertraut. Ich meine, nachdem man sich da so hat anheuern lassen, kurze Zeit, nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war, das würde ich noch mal in Frage stellen wollen. Ist ja nicht mein Problem. Ich bin ja nicht. Ja gut, aber Vermittler muss ja vermitteln. Er muss ja irgendwie bei beiden Seiten glaubwürdig sein. Gut, ich will nicht Schröder besonders loben, aber ich glaube, dass er ein materielles und ein politisches Interesse an einer besseren Beziehung hat. Das kann ich nachvollziehen. Wenn es denn der Friedensfindung nützt, hätte ich überhaupt keine Probleme. Ich kenne genügend Leute auch im Bundestag, die weg wollen von den Sanktionen, die alle am Überlegen sind, wie kriege ich es denn am besten hin. Steinmeier etwas verklemmt, indem er die EU-Karte immer noch mit anspricht. Ein offenes Verhältnis. Unsere Diskussion wäre ja noch spannender gewesen, wenn am Mittwoch Putin gekommen wäre.
wie es ja offensichtlich in der russischen oder anderen Planung war. Putin in Berlin? Welche Botschaften sollen denn hier ausgehen? War gedacht für Mittwoch, ja. Wollen wir denn Putin auch auf die Liste der nicht gewünschten Ausländer setzen, sanktionieren? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Das ist alles keine Politik, das ist Stückwerk und Stückwerk, was in die Gegend... Ich würde mal sagen, ein paar ganz enge Genossen aus seinem Umfeld, wie Herr Jakunin, die dürfen nicht nur hierher kommen, die dürfen hier auch Thinktanks aufmachen. Sie dürfen sich auch Dialog der Zivilisationen nennen und im Grunde genommen dann eigentlich auch im Dienste der russischen Regierung stehen. Das ist auch in Ordnung. Eine pluralistische Gesellschaft verträgt das. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber schauen Sie, Herr Gerke, wenn Sie sowas sagen wie eine Flugverbotszone einzurichten und es geht uns ja allen darum, in irgendeiner Weise zumindest Zivilisten zu schützen in der nächsten Zeit. Ob wir bei dieser vertrackten, und ich meine, Iran gehört genauso mit dazu, wird wenig erwähnt, in dieser vertrackten Situation etwas hinzukriegen, was auch nur annähernd nach Frieden ausführt, wird enorm schwierig sein. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn wir sowas Ähnliches wie Waffenruhe und humanitäre Versorgung haben. Gut, das sind wir Flugverbotszone, da sind wir uns völlig einig. Flugverbotszone ist eine von möglichen. Und Sie haben vollkommen recht, wenn man sagt, dann muss man auch über die Konsequenzen nachdenken. Das heißt, im Zweifelsfall tatsächlich einen syrischen Helikopter vom Himmel zu holen oder sogar einen russischen Kampfjet. Will man das in Kauf nehmen? Das will gut überlegt sein. Aber man muss sich auch die Alternative überlegen. Bislang, Herr Gerke, hat der Ansatz, wir reden mit Russland, bis wir blaue Ohren kriegen, wirklich uns nicht weitergeführt. Keinen Zentimeter weitergeführt. Sie sind eher rot. Ja, rote Ohren, meinetwegen auch rote Socken, ist ja völlig egal. Das, was Sie aber dann auch mitbedenken müssen, wenn Sie keine Flugverbotszone haben, ist, das Bombardement geht einfach ungehindert weiter. Es geht ungehindert weiter. Und deswegen ist mein Argument ja immer, dann müssen Sie schon mal überlegen, wie Sie Diplomatie mit Mitteln stärken können, die auch mal Eindruck machen. Ich glaube nicht, dass das Militär Eindruck macht. Ich habe ja nicht vom Militär gesprochen. Ja, Sie lassen so anonym mit Mitteln die Eindruck machen. Ich finde, dass die Weltgemeinschaft, wenn sich einig ist, wir wollen auf Grundlage dessen, was vertraglich vereinbart ist, versuchen, eine Lösung in Syrien zustande zu bringen. Und wir wissen, wir kriegen es nur mit Russland und mit den USA hin. Macht mir beides keinen Spaß. Die USA wird sich entscheiden müssen zwischen Clinton und Trump. Wie argumentieren Sie denn, wenn Sie einen gewählten Präsidenten haben, der uns nun überhaupt nicht passt? Ich fand das immer so dubios. Jeder wusste, dass Boris Jelzin ein schwer kranker Alkoholiker war. Ich kenne ihn gut genug, um das zu sagen. Ein schwer kranker Alkoholiker. Der hatte die Hand auf dem roten Telefon, was einen Atomkrieg hätte auslösen können. Da war der Freiheitsheld hier in der westlichen Hemisphäre. Dass für Putin die Politik berechenbarer geworden ist, finde ich einen ungeheuren Zugewinn. Ich möchte nicht abhängig sein. Ehrlich gesagt, so berechenbar ist sie ja nicht. Wir sind von der Krim-Annexion überrascht worden. Ich weiß, wussten Sie es vorher, dass Putin vorher die Krim zu annektiert? Aber muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Warum machen Sie eigentlich nicht eine Beratungsfirma? Ja, ich will ja Schröder keine Konkurrenz machen, aber es war, wenn man Dinge nüchtern analysiert hat, und wusste, dass die russischen Zaren die Krim zwei Kriege geführt hat. Dass auf der Krim die russische Schwarzmeerflotte plus 22.000 Soldaten stationiert war und die überaus große Mehrheit der Bevölkerung jetzt mal Hand der Krim. Aufs Herz. Haben Sie sich das hinterher zusammengereimt, dass Sie es vorher wussten, oder wussten Sie es wirklich vorher? Mir war klar, kein russischer Präsident wird unter diesen Bedingungen sagen können, wir gehen einfach nach Hause. Und wenn man das rechtzeitig... Sie haben doch die großen Thinktanks hier rechtzeitig in die Politik eingespeist hätte. Hätte man viel verhandeln können, was macht man unterhalb dieser Schwelle? Also, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim zu Russland wollte, ist für mich Herr Gerke, völlig aber klar. Jetzt es würde mich wirklich interessieren, weil rein idealerweise würden wir eigentlich immer davon ausgehen, dass Diplomatie Dinge schafft und dass wir keine anderen Mittel einsetzen. Gut, ich habe das Mittel immerhin der gezielten Sanktion vorgeschlagen. Was militärische Mittel betrifft, muss man sich wirklich über die Konsequenzen Gedanken machen. Aber was mich wirklich interessieren würde, wie wollen Sie es denn wirklich hinkriegen, Ihre Wiener Abkommen und die Gespräche, die in Genf geführt sind und die Gespräche, die in Lausanne geführt worden sind, in einer weiteren Runde zu Erfolg zu führen, wenn Sie wirklich nur auf die Macht des Gesprächs vertrauen, die in den vergangenen 4 Jahren nichts bewegt hat, die im Grunde genommen, wir haben gesehen, dass sich die Situation vor Ort noch verschlimmert.
Russland hat wirklich in großem Maß dort eingegriffen. Russland bombardiert gerade mehrere Städte zu Klump. Also verraten Sie mir, wie Sie es hinkriegen wollen, dass das aufhört. Sie sehen doch, dass die Macht des Militärs nichts besser gemacht hat. Ja, ich weiß, was nichts bringt, aber sagen Sie mir doch mal, was bringt. Das ist schon mal was. Wir können ja eine Liste erstmal aufstellen und sagen, das bringt nun überhaupt nichts. Aber Sie haben jetzt alles ausgeschlossen. So, ich habe Militär ausgeschlossen. Ich will die Al-Nusra und ähnliche Vereine nicht am Verhandlungstisch haben. Alle anderen Kräfte, die in Syrien agieren, kann man an den Verhandlungstisch holen. Ich habe das für einen schweren Fehler gefunden, dass die Kurden ausgeschlossen worden sind von den Verhandlungen in Genf. Die waren ja nicht dabei. Es war immerhin eine Region, die stabiler war. Ich halte das für einen schweren Fehler, dass hier überhaupt nicht gesprochen wird von der nicht gewaltsamen syrischen Opposition. Die gibt es auch. Und das sind nicht wenige, die nicht auf Gewalt gebaut haben, die auf eine Umgestaltung ihres Landes gesetzt haben. Die sind auch nicht an den Verhandlungen beteiligt worden. Dass die großen Konfliktparteien aus der Region an den Tisch mussten, war klar. Leider auch die Türkei, ohne die wird es nicht gehen. Und dem Iran, ohne den wird es auch nicht gehen. Das Konzept, wir holen die Konfliktparteien hier an den Tisch. Und wir versuchen Stück für Stück, Schritt für Schritt, zu Verhandlungslösungen zu kommen, ist für mich immer das Bessere allemal, aber auch das Überzeugendere, wie das, was jetzt abläuft. Und da haben die beiden Großmächte, Russland und die USA, eine besondere Verantwortung. So, die haben sich aber am Wochenende wieder getroffen. Ja, die Bombardements gehen trotzdem weiter. Aber trotzdem war das so richtig, dass sie sich getroffen haben. Also wenn die nicht mehr miteinander reden, ja, dann können Sie gleich die Panzer hier auffahren lassen. Ja. Sie reden, aber wenn Sie auch sagen, dass man sich militärische Konsequenzen sehr wohl überlegen muss, ist es nicht so, dass wenn man sie nicht aufruft, dass letztendlich die syrische Zivilbevölkerung der ganz große Verlierer dabei ist? Und ich glaube, wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft, dann werden die syrische Zivilgesellschaft die Verlierer sein, weil keine konsequent ihnen hilft. Was mache ich denn mit den rund 250.000 in Ost-Aleppo, 9.000 Al-Nusra-Kämpfer da drin? Ist es nicht sinnvoll zu sagen, okay, können wir nicht einen Korridor einrichten, wo alle, die wollen, diese Stadtviertel verlassen können, ohne Repressionen zu unterliegen, der nicht vermint werden darf? Ne? Können nicht Russland und die USA die Garantie für einen solchen Korridor übernommen? Und das finde ich sehr vernünftig. Haben Sie den Eindruck, dass die Garantie für einen solchen Korridor tatsächlich auch von Russland kommen könnte? Die haben es immerhin vorgeschlagen. Das war ja nicht mein Vorschlag. Wenn ich Syrer wäre in Ost-Aleppo, wenn ich erlebt hätte, wie mein Stadtteil bombardiert wird, ohne Gnade, wenn ich erlebt hätte, wie über die vergangenen 4 Jahre Menschen immer wieder in Folterkellern verschwunden sind, wie sie aufgetaucht sind, irgendwie, man muss da gar nicht in die Details gehen, mit schrecklichsten Foltermalen. Ich würde keiner Garantie dieses Regimes mehr trauen. Das ist ein Problem, Herr Gerke. Und es ist auch ein Problem, dass Russland das zwar anbietet und man großzügig sagen kann, die beiden Großmächte, USA und Russland, würden das garantieren. Diejenigen, die dort verbündete Bodentruppen haben, sind nicht die Amerikaner. Diejenigen, die es dann am Ende kontrollieren, sind die Russen und die Syrer von oben und sind die Iraner auf dem Boden. Glauben Sie, dass einer, der jetzt noch in Ost-Aleppo ist, dem vertrauen wird? Ich bin mir da nicht so sicher. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass unendlich viele Menschen raus wollen. Was ich für vernünftig halte. Ja, die Frage ist nur, kann man sie in einen anderen Stadtteil nicht unter das Regime von Assad entlassen? Das werden die selber entscheiden. Da muss man aber auch diese Wege dahin bauen, dass es ihnen möglich ist, dahin zu kommen. Das heißt, sie müssen verhandeln. Also ich finde es auch schön, dass Sie in dieser Frage mir so entgegenkommen, das auch zu sehen, dass man verhandeln muss und über sehr konkrete Fragestellungen. Man seine Verhandlungsmacht damit stärkt, dass man auch Mittel in der Hand hat, wie man sie durchsetzen kann. Und das sind momentan nicht die Amerikaner, das ist auch nicht der Westen. Das ist in erster Linie Russland, das ist das Problem. Und ich glaube einfach nicht, wir haben es über 4 Jahre nicht gesehen, wir haben es im letzten Jahr nicht gesehen, Herr Gerke. Deswegen versuche ich ja so verzweifelt, ein Wort von Ihnen zu erfahren, wie Sie Russland am Ende dazu bringen wollen, das zu tun, was Sie gerne möchten, was alle Verhandlungsparteien tun, nämlich aufzuhören, die Zivilbevölkerung zu bombardieren. Bislang tut man es nicht. Ja, die Rationalität der Vernunft, die ist großartig, aber sie hat uns dort nicht so wahnsinnig weitergeführt. Die Rationalität der Vernunft nehme ich aber jetzt als Schlusswort. Wir sind nämlich durch mit unserer Zeit und ich bedanke mich für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Danke sehr.